In dieser Folge DJ Q&A geht es darum, wie du deine Wunschgage bekommst, ja, wie du richtig verhandelst und in welcher Situation eben welche Art von Gage angebracht ist und wie du ja eben deine Forderung für deine Gage auch durchsetzen kannst und nicht umgekehrt eben dein Kunde dir deine Gage aufdrückt sozusagen. Ja, da haben wir einige Beispiele vorbereitet und geben dir viel Wissen an die Hand, wie du eben deine Gage zeitnah ja, in Richtung deiner Wunschgage bewegen kannst und eben vor allem anhand welcher Kriterien eben welche Art von Gage angebracht ist. Abonnier den Kanal, nur dann verpasst du nichts. Alle Infos bekommst du gleich nach dem Intro. Bis zum Ende dranbleiben, lohnt sich also. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DJ Q&A. Mein Name ist Patrick, ich bin der Gründer dieser Online Academy und wir haben diesmal die Frage bekommen, oder besser gesagt das Anliegen, ist ein etwas längerer Text diesmal. Ich lege im Moment so 6-mal im Moment 6 Stunden lang auf für 100 Euro. Manchmal sind wir zu zweit, dann kriege ich 50 Euro und das, obwohl ich das schon über ein Jahr dort mache. Die Frage ist halt, was machen? Wenn ich da nicht auflege, kriege ich nicht mal... Wenn ich da nicht auflege, kriege ich mal 600 Euro weniger im Monat. Und bei Gesprächen mit den Veranstaltern oder Besitzern kam bisher auch nichts bei raus. Und 600 Euro für einen Studenten sind dann schon echt ordentlich was. Ich brauche das Geld. Im Club nebenan kriegen die DJs aber 250 Euro für einen Auftritt. Da fühlt man sich schon echt schlecht. Dann habe ich natürlich schon persönlich geantwortet. Wie immer bekommt ihr eben auch, wenn ihr solche Anfragen schickt, schon mal ganz individuell und persönlich direkt eine Antwort. Ja, aber oft besprechen wir eben die Sachen auch hier nochmal, weil es mit Sicherheit mehr von euch interessiert. Jo, danke für die Antwort. Es ist halt eine schwierige Situation. Die Frage ist, wie geht man damit richtig um? Die ideale Situation wäre natürlich, dass man sich selbst bemerkbar macht und zeigt, dass man essentiell für den Club ist, der Besitzer oder Veranstalter das merkt und einem freiwillig mehr gibt. Aber wann passiert sowas schon mal? Mein Plan zukünftig ist jedenfalls, mich zu verbessern und dann passieren meiner Meinung nach eins von zwei Dingen. Entweder der Club gibt einem mehr oder andere Clubs kommen auf mich zu und ich spiele dort für eine bessere Gage. Ja, grundsätzlich richtig, guter Ansatz. Ja, man muss da aber noch einige Dinge beachten und richtig angehen und dann wird es auch was. Und deswegen gehen wir jetzt hier nochmal allgemein auf das Thema ein, ja, Verhandlung, Wunschgage, welche Optionen und starten direkt rein. Also logischerweise gibt es einen Unterschied zwischen Mobile-DJs und Club-DJs. Das jetzt gerade eben war ein Club-DJ und der wird normalerweise immer weniger bekommen als ein Mobile-DJ. Allein weil der Mobile-DJ viel mehr Aufwendungen hat, ja, viel mehr laufende Kosten, viel mehr ja, Equipment zum Beispiel, Veranstaltungsequipment, das er noch mitbringen muss und. Ja, also wenn man diese beiden Gagen vergleicht, dann höchstens von dem Anteil, was an Gewinn ist von dieser Gage, ja, aber nicht die Gagen an sich. Da entstehen noch meistens in einschlägigen DJ-Gruppen oft unnütze, zeitverschwenderische Diskussionen, weil sich da halt Mobile-DJs mit Club-DJs die Köpfe einhauen, aber man da eben Äpfel mit Birnen vergleicht. Vollkommen sinnfrei. Okay, anderes Thema. Je nachdem kannst du zum Beispiel einen Festpreis machen oder ein Komplettangebot oder eine dynamische Gage. Mobile-DJs machen es zum Beispiel oft so, dass sie halt sagen, okay, ich lege bis 2 Uhr nachts auf, ja, und wenn dann eben noch eine Stunde, 2, 3 obendrauf kommen sollen, dann ist es halt pro angefangener Stunde nochmal 30 Euro mehr. Ja. Das ist für die Kunden cool, weil die dann nicht direkt so einen dicken Kostenapparat an der Backe haben und halt auch individuell entscheiden können, je nachdem wie läuft deren Party, geht es halt länger oder kürzer. Aber für dich als DJ könnte es natürlich auch bedeuten, dass du vielleicht weniger Geld bekommst, ja, weil du unter Umständen dir hättest diese 3 Stunden mehr noch bezahlen lassen können, aber es ist halt Feierabend und dann gehen halt alle nach Hause. Ja, vor allem bei Club-DJs ist es halt eigentlich immer Festpreis. Da wirst du halt dafür bezahlt, dass du auflegst. Entweder scheißegal, wie lange es geht, ja, und wenn es in einem Elektroschuppen halt 7 Uhr morgens wird, deine Gage ist deine Gage. Oder
eben, ja, du legst halt 2 Stunden zum Beispiel ein Set auf und dabei dann ist deine Gage deine Gage. Ja, es gibt leider immer wieder Clubbesitzer, die wollen dann auch noch die Gage drücken, obwohl es eigentlich ein Festpreis ist, weil sie eben sagen, ja, heute haben wir den Club mal 2 Stunden früher zugemacht. Das ist aber eigentlich nicht rechtens, nicht in Ordnung. Und normalerweise sollte man das nicht durchgehen lassen. Ja, die Frage ist halt, was ist die Alternative, wenn du es nicht durchgehen lässt, fliegst du raus. Dann ist, muss man leider oft eben noch ein Auge zudrücken, aber das, eigentlich ist es uncool. Ja. Gut. Natürlich ist die Gage auch sehr variabel nach Art und Größe der Veranstaltung. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du bei einer Hochzeit oder einem Geburtstag vor 50 Leuten spielst oder in der Großraumdisse vor 500 Leuten. Logischerweise muss man da die Gage anpassen. Ja, und logischerweise umso mehr Gäste, umso größer deine Verantwortung, umso größer der Mehrwert, den du stiften kannst mit deinem DJ-Set, umso größer sollte deine Gage auch rausfallen. Ja, natürlich Festivals und so weiter kann es ja noch größer werden. Außerdem hängt deine Gage natürlich auch stark von deinem Bekanntheitsgrad ab. Ja, was hast du für eine Biografie, was hast du für eine Diskografie, was hast du für eine Social-Media-Präsenz, wie gibst du dich generell, ja, mit was für einem, ja, Bekanntheitsbonus kommst du denn vorher schon an, ja, vor der Verhandlung, und dann je nachdem ist deine Verhandlungsposition auch besser. Ja, hast du eine riesen Reichweite, muss der Veranstalter auch davon ausgehen, dass du mehr Leute in seinen Club bringst zum Beispiel. Ja. Hast du schon krasse Veröffentlichungen und dadurch generell einen großen Namen, steigerst du automatisch deinen Wert, weil auch die Gäste dann dich sehen wollen mit deinen Tracks, die sie eben so feiern. Deswegen ist es auch übrigens ein sehr gutes Mittel, um an Aufträge zu kommen und seine Gage zu steigern, wenn du anfängst selber zu produzieren und dann natürlich gute Hits bei rumkommen, weil dann steht dein Name logischerweise auf dem Track und wenn die Leute die Mucke im Club hören wollen, dann ist es natürlich noch geiler, wenn auch derjenige, der es produziert hat, original da steht. Genau. Ja, bei neuen Auftraggebern ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass du deine Gage stets leicht anhebst, ja, sonst stagnierst du auf dem Niveau ziemlich schnell. Ja. Das heißt, wie der Kollege das jetzt vorhin ja schon richtig in der Nachricht geschrieben hat, ja, er sucht sich neue Clubs und dann wird die Gage Stück für Stück angehoben. Ja, nicht jetzt verdoppelt oder ne, utopische Höhen mehr, sondern ne, ein paar Zehner, ja, vielleicht ein Fuffi irgendwie drauf. Ne, was man halt merkt, kann man vertreten, kann man mitmachen. Und wenn man das ein paar Mal macht mit ein paar neuen Auftraggebern, dann kommt man mit der Zeit ziemlich schnell in, ja, beachtliche Höhen von der Gage. Und wenn dann einer von den alten Auftraggebern auch noch Faxen macht, dann kann man sich auch getrost von ihnen verabschieden, weil man weiß, okay, ich habe noch genügend anderes in der Hinterhand. Deswegen ist es unbedingt zu empfehlen. Wenn ihr Resident DJ seid, dann verhandelt eure Gage nach bestimmten Meilensteinen oder einfach auf den Jahreswechsel neu. Ja, das ist vollkommen normal, dass jedes Jahr sozusagen die Karten ein bisschen neu gemischt werden. Bleibt da fair, ja, auch keine utopischen Forderungen wieder, sonst seid ihr schneller draus, als euch lieb ist. Aber es kann man machen, das ist euer gutes Recht, das ist legitim, alle anderen Preise steigen auch, also warum auch nicht eure Gage? Ja, wenigstens ein bisschen anheben oder zum Beispiel Meilensteine. Ihr habt irgendeinen krassen DJ-Contest gewonnen, Red Bull Freestyle, keine Ahnung, oder ihr hättet irgendwelche heftigen Festival-Gigs. Irgendwas, ihr habt eine geile Veröffentlichung von einem Track, der gerade mega durch die Decke geht und euer Fame ja, steigt einfach gerade sehr, dann ist natürlich auch vollkommen legitim, die Gage anzupassen, ganz klar. Bei öffentlichen Veranstaltungen Abrechnung nach dem Gig, ja, also beim Club-Gig zum Beispiel, geht ihr nach dem Gig üblicherweise, ja, üblicherweise, dann in den Backstage oder eben in den Backbereich, wohin auch immer, wo ihr dann die Gage bekommt und rechnet es da ab. Ja. Oder vielleicht wird es überwiesen, keine Ahnung, aber da ist normalerweise so, da bekommt ihr die Kohle danach. Ja, bei geschlossenen Veranstaltungen, gerade bei Mobile DJs zum Beispiel, ist es oft so, dass schon nach dem Soundcheck und wenn eben alles aufgebaut ist, dann nochmal so eine Lücke ist, bis die Party halt richtig losgeht und dann macht man das da. Ja, weil oft ist es halt eben so, dann baut man noch mitten in der Nacht ab, die Leute sind alle irgendwie besoffen und sonst wo, sind schon halb auf dem Heimweg und das ist einfach kacke, wenn man das dann noch machen muss. Deswegen da vor, im Prinzip vor der eigentlichen Party. Ja, am besten ist natürlich bar, ist ganz klar, nur Bares ist Wahres. Alternativ Überweisung, ist klar. Aber Bar ist eben cool, ihr müsst dann dem Geld nicht mehr hinterherrennen. Leider erlebt man es auch immer wieder, dass Booker sehr unzuverlässig sind, oder ist ja auch Clubbesitzer egal, ist ja dann auch der Clubbesitzer und Booker in einem. Ja. Die Leute, die euch buchen, ja, weil sie sagen, ja, wir müssen erstmal die Abrechnung machen und ah, ich habe jetzt kein Geld hier, ja. Was meistens Bullshit ist, weil da liegt 1000 Euro an Bargeld rum aus der Bar, aber gut. Deswegen, ja, schaut einfach, dass ihr es zeitnah erledigen könnt, dann müsst ihr eurem Geld nicht mehr hinterherrennen.
Dazu kommt auch noch ein anderes DJ Q&A Video, was ist, wenn dein Auftraggeber nicht zahlt, und das ist echt auch eine uncoole Situation. Yo, wenn ihr ein paar Booker habt, die sehr unzuverlässig sind, mit denen ihr eigentlich cool seid und wo in Zukunft auch noch mehr laufen soll, aber ihr wisst, das sind halt irgendwie Schluris und die brauchen immer ein bisschen länger mit der Zahlung oder ihr müsst den mega hinterher rennen, dann versucht halt irgendwie durchzudrücken, dass ihr die Gage vorher bekommt. Ja, ist logischerweise ein bisschen schwerer durchzusetzen, aber als Denkanstoß. Wenn eure Gage mal gekürzt werden sollte, dann muss das begründet werden. Ja? Und vor allem muss es auch zeitlich abgesteckt sein oder an bestimmten Meilenstein. Heißt jetzt, Sommerflaute, keine Ahnung, dann sagt ihr, okay, ab Herbst geht die Gage wieder normal, weil dann ist der Laden auch wieder voll. Ja, Clubs zum Beispiel, die sind ja dann immer deutlich leerer durch Festivals und gutes Wetter einfach und so weiter. Ja? Oder an Meilensteine zum Beispiel. Ja? Heißt jetzt, wenn der Club die und die Besucherzahl wieder erreicht, weil sie gerade halt schlecht sind, dann geht die Gage auch wieder hoch. Oder wenn der und der Umsatz in der Bar erzielt wird. Irgendwie sowas, dass die Gage dann wieder an das ursprüngliche Niveau angehoben wird. Ja, und wenn du eben hoffentlich in der Zwischenzeit auch Alternativen aufgebaut hast, eben mit anderen Auftraggebern, wo du vielleicht eben auch immer wieder die Gage ein Stück für Stück ein bisschen anhebst, dann kannst du dich auch getrost von solchen Auftraggebern trennen, weil du einfach genügend Alternativen hast und dann musst du dir diesen ganzen Stress nicht geben und hast dann vielleicht sogar noch ein paar neue Termine, um die dann mit anderen Bookings vollzumachen, wo der Rubel ein bisschen mehr rollt oder wo einfach generell es mehr Spaß macht, zusammenzuarbeiten, weil es einfach läuft. Ja, sprich nur über deine Gage, um dich mit deinen engen Kollegen abzusprechen, wenn ihr euch gegenseitig in die Arme greift, um nicht über den Tisch gezogen zu werden. Aber nicht, um jetzt irgendwie groß anzugeben, was hier wo für Gagen gezahlt werden. Das macht man nicht, das ist unhöflich. Deswegen eben prahlen vor Fremden oder vor der Konkurrenz eben, das schadet dir und du bist so vor allem sehr leicht auszustechen. Deswegen, ja, vorsichtig sein mit dem Thema, red nur lieber eben mit guten Kollegen darüber, um sich ja auszutauschen, dass ihr nicht über den Tisch gezogen werdet und dass ihr auch vielleicht eben ein ähnliches Niveau fahrt, um euch nicht gegenseitig auszustechen. Ja, aber das ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Noch im Prinzip als, ja, Denkanstoß im Prinzip, weil es oft ja auch so ein Gedankenproblem ist, nur, dass man mehr Gage bekommt und kein reales. Es bekommt nicht der am meisten Gage, der am besten ist, sondern der, der sich am besten verkauft. Und das ist leider sehr traurig im Prinzip. Es wäre in einer gerechten, perfekten Welt natürlich nicht so, aber so ist die Welt halt leider nicht. Und so haben halt oft Leute, die eigentlich extrem gut auflegen, aber halt sich nicht verkaufen können, deutlich schlechtere Karten als einer, der halt vielleicht extrem kommunikativ ist, der ja irgendwie proaktiv rausgeht, sich die Gigs holt, irgendwie fast schon auf magische Weise, aber der eigentlich vielleicht gar nicht so gut auflegen kann. Aber das Gute ist, man kann daran arbeiten, man kann es ändern. Und wenn ihr eigentlich mega gut auflegt, dann scheitert es ja in Anführungszeichen nur noch daran. Und deswegen macht euch darüber mal Gedanken im Prinzip. Ja? Diese Gage, die ihr da ausruft, dieser Preis, der euch gezahlt wird, das ist immer sozusagen das, was ihr subjektiv an Wert stiftet für den Auftraggeber. Weil es gibt ja keine objektive Tabelle irgendwo, wo jetzt anhand objektiver Kriterien ausgewählt wird, welche Gage ihr bekommen solltet. Ja, lieber am Anfang der Karriere kostenlos auflegen oder Probeabend umsonst spielen, als gar keine Gigs zu halten. Natürlich, für alle Anfänger unter euch, macht das, habt ihr schon mal einen Fuß in der Tür und dann könnt ihr immer noch im Prinzip ja, das Ganze so ummünzen, dass ihr auch Gage bekommt, wenn das alles so passt. Aber klärt es am besten auch schon vorher. Sagt also, ich hätte jetzt hier gerne einen Probegig, ja, mache ich dir gerne auch umsonst. Aber wenn dir alles passt und es richtig gut läuft, dann machen wir auch Gage XY. Weil ansonsten kommst du in so einen Teufelskreis rein, dass du halt ein paar Mal umsonst spielst und dann hat dich der Clubbesitzer an der Leine, ja, und weiß, ah, der findet es hier so geil und dem reicht es auch, wenn er nur ein paar Getränke und ein bisschen Freieintritt bekommt, dann legt er hier schon so umsonst auf und dann bleibst du auch ewig in diese Abwärtsspirale und hast halt immer diesen Anfänger-Umsonst-Spielstempel. Und das ist ja uncool. Deswegen direkt von vornherein vermeiden, indem man sozusagen diesen Probeabend an gewisse Bedingungen knüpft. Wenn du weißt, wie viel du verlangen kannst, ja, dann nenn den konkreten Betrag zuerst, plus 10%, weil verhandelt wird immer. Mehr muss man dazu nicht sagen. Wenn du keine Vorstellung hast, dann lass erst den Veranstalter was sagen. Weil vielleicht hast du überhaupt keine Ahnung und würdest sagen 100 Euro Gage, aber der Veranstalter sagt von sich aus schon 300. Weißt du es? Nein.
dann würdest du 200 Euro weniger bekommen, weil logischerweise sagt der Veranstalter nicht so, ah nee, wenn du nur 100 willst, dann zahle ich dir noch 200 Euro mehr. Wird nicht passieren. Ja, wenn er etwas deutlich Geringeres sagt, als du dir hättest vielleicht irgendwie vorstellen können, dann musst du natürlich immer noch schauen, ob du die Gage irgendwie wieder hochhandeln kannst. Aber ja, es könnte immer wieder der Fall eintreffen, im Prinzip, dass du mehr Gage bekommst als erwartet. Und deswegen, wenn du überhaupt keinen Plan hast, dann lass erstmal dein Gegenüber sprechen. Vor allem keine Mitleidstour, der Veranstalter interessiert sich nicht für dein Privatleben sozusagen, dass es finanziell nicht so ganz läuft, sondern nur für Argumente, die ihn betreffen. Ja. Klar, wir sind alle Menschen, ist logisch, aber leider ist es oft so, dass es ja eben ja, um Business geht. Und dann findet er es natürlich vielleicht trotzdem scheiße, dass es bei dir finanziell nicht so läuft, aber wird dich natürlich trotzdem nicht einfach so mit Geld überhäufen. Deswegen schau eben, dass du ja, Argumente vorbringst, die dann dem Auftraggeber auch gefallen. Wie zum Beispiel, du machst den Laden voller, ja, wegen dir kommen mehr Gäste, wegen dir gibt es mehr Umsatz an der Bar. Bei dir ist die Stimmung an sich geiler, du kannst besser mit dem Zielpublikum umgehen. Du hast besseres Veranstaltungsequipment und kannst so insgesamt die Party geiler machen. Und. Ja, also überleg dir aus Sicht des Veranstalters, was kannst du ihm bieten, was vielleicht auch sogar nur du bieten kannst am besten Fall, weswegen er dir mehr Gage bieten sollte, warum er dich überhaupt buchen sollte, und bring die Argumente. Nichts aus deiner Sicht, ja, weil es interessiert ihn jetzt mal dumm gesagt nicht. Bleib auf jeden Fall realistisch, ja, orientier dich vielleicht ein bisschen an deinen Mitbewerbern oder an vergleichbaren Events. Heißt nicht, wenn die sich alle komplett ausbeuten und umsonst auflegen, dass du das auch machen sollst, ja. Nur sozusagen, wenn du merkst, das sind logische, realistische Gagen, die die anderen da verlangen und zahlen. Ja, unrealistische Honorare sind unprofessionell, peinlich, belustigend. Es geht natürlich jetzt hier eher in Richtung, wenn du viel zu viel haben möchtest. Aber eben auch, wenn du viel zu wenig haben möchtest, dann outest du dich sozusagen als Anfänger. Ja? Weil richtige Profis wissen, dass sie mehr verlangen können und tun das auch und wissen, dass sie das auch wert sind. Ne? Und deswegen ist es sogar ein bisschen paradox, dass du, wenn du anfängst, eine gescheite Gage zu verlangen, sogar mehr Aufträge bekommst, weil du eben als Profi wahrgenommen wirst und ja, so auch öfter gebucht wirst und man deinen Wert viel besser bemessen kann als jemand, der einfach nur wegen Freibier kommt. Yes. Ja gut, wenn du es eben verkackst, wird logischerweise deine Chance auf ein Booking dramatisch sinken. Überleg dir schon vor der Booking-Anfrage diverse Szenarien. Was passiert, wenn er viel zu wenig haben möchte? Was passiert, wenn er genau das haben möchte, was du dir vorgestellt hast? Ja, versuchst dann noch ein bisschen nach hoch zu verhandeln. Was machst du eben, wenn er unter eine gewisse Schwelle kommt, wo du sagst, dafür will ich eigentlich gar nicht auflegen? Ja, natürlich versuchst du erstmal hoch zu handeln, aber sagst du dann wirklich, okay, dann mache ich es auf gar keinen Fall? Mal dir das alles schon auf, dass du halt nicht so ins kalte Wasser gestoßen wirst und auch die richtigen Worte schon parat hast, wenn gewisse Situationen in der Verhandlung eintreten. Denn eben niemand sollte sich unter Wert verkaufen und du kannst wirklich guten Gewissens, höflich aber bestimmt sagen, ich möchte diese Gage verdienen, weil darunter mache ich einfach Verlust und ich weiß auch, dass meine Dienstleistung diesen Wert hat. Du kannst als Mobile DJ vor allem noch diesen Trick nutzen, dass du drei Pakete schnürst, wenn du jemandem ein Angebot machst, vor allem wenn Veranstaltungsequipment mit im Spiel ist, denn dann machst du ein günstiges, aber im Prinzip ungenügendes Paket. Ja, du weißt schon ganz genau, dass ja, das sozusagen zu wenig Leistung ist, dass der Kunde gerne mehr hätte. Aber dieses Paket dient nur dazu, im Prinzip mal einen Anker, eine Referenz zu setzen. Dann machst du ein zweites Paket, das ist sehr preiswert und hat auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Da ist das drin, was man eben alles so braucht, rundum sorglos, cooles Paket. Und dann machst du noch ein drittes, so ein super All-Inclusive-Paket, wo das Maximum drin ist, was du zu bieten hast. Kostet aber sozusagen auch Maximum an Preis. Also deutlich mehr als Paket 2 und sowieso deutlich mehr als Paket 1. Und es ist auch erwiesenermaßen so, ja, so richtig mit Zahlen, Statistik und so, dass in den meisten Fällen die Leute sich für Paket 2 entscheiden werden. Ja, das ist auch oft so der Fall, wenn ihr zum Beispiel beim Einkaufen oder so oder gerade bei Online-Geschichten ist es oft so, dass eine Preistabelle irgendwo ist. Ja, dann ist da auch eben ein ganz günstiges Angebot. Dann ist da meistens das mittlere Angebot, wo dann auch schön immer noch so ein Pfeil da ist, bei unseren Kunden am beliebtesten oder wird am meisten gekauft oder sowas. Und dann gibt es nochmal so ein drittes, was exorbitant teuer ist. Ja. Wenn jemand das exorbitant teuerste holt, umso besser, ja, verdienst du nochmal mehr Geld. Aber
es sorgt eher dafür, dass die Leute dann sagen, wow, puh, das dritte Paket ist echt fucking teuer. Da ist ja auch nur so ein bisschen mehr drin, muss jetzt nicht sein, aber das zweite eben, das ist das perfekte Paket und dann nehmen sie das. Auch als wichtiger Tipp. Gut, und dann hast du noch die Möglichkeit, wenn es bei der Verhandlung halt sozusagen ein bisschen stocken gerät, ja, dass ihr ein bisschen überlegt, ne, welche Gage können wir denn machen, dass du dem Veranstalter bei Punkten entgegenkommst, die den Veranstalter mehr Kosten ersparen, als für dich Kosten verursachen oder umgekehrt Dinge extra zu berechnen, die dich weniger kosten. Klingt ein bisschen abstrakt vielleicht, deswegen habe ich eine kleine Beispielrechnung mitgebracht. Ja. Also, schlechte Variante zuerst. Du sagst, ich hätte gern 200 Euro für meinen DJ-Gig. Dann sagt der Veranstalter, nö, ist mir zu teuer. Ich habe da noch jemanden, der macht so 150. Ja, oder sagen wir 180. Dann sagst du, okay, ich will den Gig aber unbedingt haben, also da mache ich sie für 150. Sagt der Veranstalter, alles klar, passt, Deal. Unterm Strich hast du dann 150 Euro mit der Veranstaltung verdient. Und du bist rein über den Preis gegangen. Keine gute Möglichkeit. Möglichkeit 2. Du sagst wieder 200 Euro, Veranstalter sagt wieder, ist mir zu teuer. Aber dann sagst du, okay, wir lassen es bei 200 Euro, aber ich mache noch eine Dreingabe, nennt man das. Ja? Also du kriegst noch was oben drauf. Heißt, ich bringe zum Beispiel noch extra Licht mit oder mehr Boxen oder was auch immer. Ich spiele noch länger, ja? Irgendwas oben drauf legen zum selben Preis. Und der Veranstalter sagt dann, okay, machen wir. Das Ding ist, dass dich im Prinzip das Licht zum Beispiel jetzt in dem Fall hier 20 Euro kostet. Das heißt, das müssen wir dann von den 200 Euro abziehen, ja, weil das halt dann ja nochmal Kosten für dich sind. Das heißt, du hast dann unterm Strich 180 Euro verdient und nicht 150. Ja. Du kannst zum Beispiel auch hier sagen, ich bleibe bei 200 Euro, aber die XXL-Flasche Wodka, die wir vorher ausgemacht haben und die 5 Freigäste, die noch mit mir da reinkommen, die lassen wir weg. Ja, das heißt, die müssen dann den normalen Eintritt bezahlen und diese 50 Euro oder was diese Wodkaflasche jetzt kosten würde, hat der Clubbesitzer sich auch gespart. Ja, dann kommst du unterm Strich auch mit mehr Geld nach Hause. Ja, und es ist ganz, ganz wichtig, dass du bei der Verhandlung nicht einfach nur über den Preis gehst. Das Schlechteste, was du machen kannst, das sollte nur die letzte Option sein. Immer versuchen, den Kuchen größer zu machen oder eben ja, ein bisschen um die Ecke noch zu denken und so am Preis was zu machen oder sozusagen, besser gesagt, an diesem Paket halt, ja, als dass du einfach nur sagst, okay, dann mache ich es günstiger. Gut, das war jetzt sehr viel in Richtung Verhandlungen und Gage und so weiter. Ich hoffe, du konntest hier einiges mitnehmen. Wie immer findest du die Präsentation kostenlos in der Videobeschreibung. Da ist ein Link, kannst du dir eben kostenlos downloaden. Wenn du eine Frage hast zum DJ Q&A oder auch zu diesem Thema, ja, aber generell natürlich für das DJ Q&A-Format, dann in die Kommentare damit und dann werden wir es beim nächsten Mal thematisieren. Wenn dir das Video sehr gut gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden und Kollegen, damit du sie eben genauso informieren kannst mit diesem Video. Und bis dahin sehen wir uns dann in der nächsten Folge DJ Q&A wieder. Und natürlich zum Abschluss nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Also bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Erfolg. Dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.